Hallo. Ich erkläre anhand Ben Artikel 13, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das ist Ben. In diesem Fall wohnt Ben in einer Villa. Jedoch vor seinem Haus sind viele Obdachlose. Durch richterliche Anordnung wird ihm sein Haus enteignet und ihm wird dann ein geeignetes Haus zugewiesen. Jedoch in seinem neuen Haus plant Ben einen Überfall über Telefon. Doch weil er abgehört wurde, darf die Polizei wegen Gefahrenverzug in sein Haus kommen. Als der Polizist ihn verhaften möchte, flieht Ben durchs Fenster und versteckt sich im Haus eines engen Freundes. Begründen bestimmte Tatsachen, wie hier zum Beispiel, dass er vor der Polizei weggelaufen ist, den Verdacht, dass der Täter sich in einem Haus aufhält, so darf der Polizist in diesem Fall einfach in das Haus gehen.